Die Blicke leer, in Gedanken verloren. Markus Weinziel und Augsburgs Medienchef Dominik Schmitz. Teuer verkauft und doch ging die Europa-League-Premiere bei Athletic Bilbao daneben. Es gibt keinen Frust heute, sondern es gibt vom Trainer Lob für eine gute Leistung. Natürlich ist man enttäuscht, aber es ist so, dass wir uns in Kleinigkeiten steigern müssen. Und vorne, das ist unser altes Problem, dass wir zu viele Chancen brauchen. Das wissen wir auch, da sind wir am Arbeiten, aber das wirft uns nicht um, ganz im Gegenteil. Die internationale Klasse einfach, dass sie die wenigen Möglichkeiten, die sie hatten, dass sie daraus Tore gemacht haben. Und wir können nur daraus lernen, dass wir möglichst wenig Fehler in solchen Spielen machen, weil sie eiskalt bestraft werden. Ich denke, wir haben ein gutes Spiel gemacht, gerade in der ersten Halbzeit. Müssen wir 2-3-0 in Führung gehen. Und von daher ist die Enttäuschung jetzt groß, auch wenn das Spiel an sich und unsere Fans heute und die Atmosphäre schon was Besonderes waren. 108 Jahre alt ist der FC Augsburg jetzt. 5 Jahre spielen sie nun schon in der Bundesliga. Und haben es jetzt auf eine große Fußballbühne geschafft. Unter die Enttäuschung über die Niederlage mischt sich eine Menge Stolz. Ist natürlich so, dass wir diesen Wettbewerb auch versuchen, so viele Spiele wie möglich zu gewinnen. Aber wir genießen den Wettbewerb auch. Wir haben uns das letztes Jahr erarbeitet. Für uns ist es ganz klar, dass wir in der Bundesliga um den Klassenerhalt spielen, dass wir da so schnell wie möglich die Punkte sammeln müssen. Aber ich denke, dass jeder hier erhobenen Hauptes rausgehen kann und sich sehr, sehr teuer verkauft hat. Und das können wir einfach mitnehmen. Ich glaube, dass wir Augsburg gut vertreten haben heute, dass wir Deutschland gut vertreten haben in der guten Leistung, dass die Stimmung toll war und dass jeder, glaube ich, auch begeistert nach Hause geht, auch wenn das Ergebnis nicht stimmt. Es ist schade, dass wir heute ohne Punkt nach Hause müssen. Aber wenn du weiter so agierst, wenn du weiter so gierig bist, weiter so viel reinhaust, dann werden sich die Erfolgserlebnisse wieder einstellen. Augsburgs Alltag ist die Bundesliga. Da braucht der FCA ganz dringend Punkte. Am Sonntag gegen Hannover 96.